das, was bis dato in der Medizingeschichte erforscht wurde, ohne Hinzunahme der Psyche und des Sozialen, ist nicht valide. Und da gibt es Wechselwirkungen, das ist ein hochkomplexes Thema. Das heißt, wir haben nicht nur die Verbindung zwischen Psyche und Immunsystem, sondern wir haben umgedreht auch den Effekt vom Immunsystem auf die Psyche. Unbedingt. Also Psychoneumologie ist ein Forschungsbereich, der die Psyche und das Immunsystem verbindet, der im Prinzip das erste Mal in der Wissenschaftsgeschichte der Medizin den breiten Bogen spannt zwischen immateriellen, hochkomplexen Faktoren unserer Kultur und unserer Gesellschaft. Und die verbindet eben bis hinein in die Zellkernaktivität. Dass man sagt, wir müssen auf die sozialen Beziehungen gucken. Wir müssen auf die, nicht nur auf die Arzt-Patient-Beziehung schauen, sondern wir müssen auch gucken, von wo kommt denn der Patient, der jetzt hier körperlich krank in die Praxis gekommen ist? Was hat denn der für eine Biografie? Was hat denn der für aktuelle Lebensumstände? Wo steht denn der eigentlich? Da können Sie ganz vieles reinpacken in dieses Maschinenparadigma. Das ist nicht nur Medizin, das ist auch die Art und Weise, wie mit Menschen umgegangen wird. Das ist Industrialisierung, das ist Kapitalisierung, das ist Dehumanisierung. Also viele Bereiche, die gerade jetzt so wichtig wären im Umgang mit der Pandemie, die sind sträflich vernachlässigt. Und wir würden das erste Mal mit einem Chef konfrontiert sein, der uns dann langfristig richtig Schwierigkeiten macht und der uns aber schon am Anfang etwas suspekt erscheint. Da haben wir zunächst mal einen akuten Stressor. Und man wird ein bisschen beunruhigt aus diesem ersten Arbeitstag rausgehen. Man ist akut gestresst. Wenn wir jetzt öfters in unseren neuen Job gehen und öfters mit diesem Chef konfrontiert sind, indirekt, direkt, über Gespräche mit anderen Kollegen oder auch über Situationen, wo wir eben richtig leiden müssen, dann kann eine chronische Stresssituation sich entwickeln. Und dann haben wir dauerhaft erhöhtes Cortisol im Blut. Und dieses dauerhaft erhöhte Cortisol, das reduziert jetzt unsere schützende Immunaktivität, dass wenn Menschen in diesen schweren sozialen Belastungssituationen eingewoben sind, da reden wir gar nicht vom Chef. Der Chef ist noch ein geringeres Problem. Viel schlimmer ist die eigene Ehe, viel schlimmer sind die eigenen Eltern, viel schlimmer sind die eigenen Kinder, ganz besonders als Eltern die eigenen Kinder. Wenn man da ein schlechtes Verhältnis hat, wenn man da in dauernde Streitereien und konflikthafte Beziehungen eingewoben ist, da spielt die Musik. Da werden die Immunstoffe in einer negativen Richtung verändert. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Humanistische Grüße und danke, dass du dir das Video angeschaut hast. Das ganze komplette Video findest du in der Infobox. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn du das Video likest, teilst und den Kanal abonnierst. Gerne auch kommentieren, wenn du sonst noch Fragen hast. Schreib mich einfach an und bis bald.